Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Ja, Belele, Untersuchungsnotizen. Oder sollte man heute Nacht noch Pistole aufbrechen? So. Ich vermisse Anton Sokolovs Lektionen. Er erschuf zu Mutters Lebzeiten so viele schlaue Dinge. Blutwinge. Ich habe überlegt, ob ich noch ein, zwei weitere. Blutwinge sind exotische Insekten, anders als jede andere Spezies. Ja, kann vermutet stammen aus. Blutfliegen werden von schwammigen Geräuschen angezogen. Ihre Nester können zerstört und der Schwarm damit zerstreut werden. Nester sind besonders anfällig für Feuer. Frische Leichen zum Liegen ihrer Eier, die nach atemberaubender kurzer Zeit schlüpfen. Boah, mehr Leichen in einer sekundischen Stadt, beispielsweise in einer Krise oder solche, bedeuten auch mehr Blutfliegen. Während Blutfliegen im letzten Abschnitt ihres Lebens wesentlich ruhiger. Sie verlassen den Schwarm, mauern sich ein, werfen die Flügel ab, danach leben sie ein Leben als Individuum sehr dank. Im Süden ist ja ein bisschen. Okay. Das heißt, ich lasse euch nicht raus. Chip. So. Muss verflucht sein. Der alte Sack. Was für ein Dreck. Zurück in die Stadt. Wie hätten wir es damals gemacht? Schatten und scharfes Metall ganz genau. Der Herzog ist vermutlich noch in Dunwall. Mit Glück drehen die Heuler gerade ein Ding und sind abgelenkt. Sie sind wach. Wenn Sie reden wollen, erzähle ich, was ich weiß. Ja. Aber ich komme nicht zum Lager. Ich dachte, ich könnte jetzt hier so durch, aber geht nicht. Ich lese mir das immer alles nach dem Aufnehmen immer durch. Da ich dann mehr Ruhe habe, das auch wirklich zu verstehen. Manchmal verstehe ich das gar nicht, was ich hier vorlese. Wir waren zwei Wochen auf See. Und außerdem... Ich hoffe, Sokolov geht es gut. Wo er auch sein mag. Bin ich immer so schlecht im Vorlesen. Kanaka sieht von Weitem ganz nett aus. Aber was macht das hier? Das ist Delilah. Anton hat es vor seiner Entführung gemalt. Sie kennen sich, aber viel mehr weiß ich nicht. Deswegen sage ich auch meistens immer bei so langen Sachen, oder auch Sachen, die mich nicht interessieren, dass ihr es selber lesen sollt, weil es ist einfach besser, dass ihr das auch versteht. Ich lese wirklich nur die wichtigen Sachen und selbst das ist schon schrecklich bei mir mit dem Vorlesen. Na gut, manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronmeuchler. Er wollte Corvo warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption, Straßengewalt. Ich habe es kaum beachtet. Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall, aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Eddermeyer-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Eddermeyer, na gut. Sehe ich mir an. Der Kronmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus. Mit viel Glück. Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Diese Ärztin, Hypatia. Sie scheint all das Gute zu verkörpern, das im Reich möglich ist.
Mortimer Ramsay. Ohne eine Ratte in der Stadtwache wäre der Putsch nie gelungen. Ich kenne Herzog Luca Abele nicht, aber Corvo sprach nur Gutes über seinen Vater Theodennis. Delilah. Meine Tante, sollte es wahr sein. Sie hat einen stark verzerrten Blick auf die Welt. Der Kronmeuchler war also Abeles Werkzeug. Die Morde waren eiskalt kalkuliert. Wenn ich auf dem Landweg zum Eddermeier-Institut will, muss ich offenbar durch die Bahnstation. Okay. Erstmal sollte ich noch eins tun, und zwar speichern. Dann nehmen wir mal das Beiboot. So, das wäre auch so gewesen. Warte mal. Räume die Tür zum Lager frei. Guck mal. Nein, 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 nein. Öffne die Kabinentür. Ja, weiß ich ja nicht, wie ich die... Weiß ich ja leider nicht. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Noch nicht. Ach, weißt du was? Warte mal. Alles klar. Sie sind dran. Warte mal eben. Ich glaube, ich gehe noch mal nach oben. Ich gehe mal nach ganz oben. Vielleicht finde ich da ja was. Bitte? Ich habe was gefunden. Was haben wir hier? Nix. Niemand sonst sieht mich. Ich bin hier. Und auch nicht hier, wenn du mich rufst. Okay, gut, ich weiß nicht. Des Südens. Vaters Geburtsort. Wie kriege ich jetzt das Herz wieder? Achso. Kennst du die Geschichte der Seefahrerin, die im Nebel gefangen war? Sie reiste mit ihm über alle Meere. Ich bin wie sie. Ist das jetzt der Ernst? Da unten? Da unten soll eine Rune sein. Ernsthaft? Ey, wenn das nicht stimmt, ne? Dass hier noch irgendwas ist. Ich ertrinke.
Zeit, in die Stadt aufzubrechen? Ja. Auf in die Stadt, in der mein Vater groß geworden ist. Dann nichts wie ab. Ich darf nicht erkannt werden. Oh, ich hätte noch vorher was essen sollen. Na, das mit dem Schwimmen, das habe ich noch nicht ganz kapiert, wie man da am schnellsten hochkommt. Kanaka. Nach Erdameyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Okay. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Erdemeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Ist das Blut? In Erdemeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Erdemeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Was? Ich hätte das da sofort machen sollen? Aber wie? Was? Was soll der ganze Wirbel? Willkommen in Karnaka, Fremder. Brauchen keinen Gesichtsschutz. Im Hafen gibt's nicht viel Staub aus den Bergwerken. Das ist tatsächlich Blut. Kennst du den Kapitän? Die Dreadful Whale. Nein, ich hab's nicht im Register. Schon tausendmal gesagt. Vielleicht ein neuer Importeur aus Morley. Wir warten ein, zwei Tage. Und wenn sie dann immer noch da ist, sag ich einem Freund in der Garde, mit einer Einheit an Bord zu gehen. Falls sie auf Schmuggelware warten, haben sie die bis dahin eingeladen. Boah, den könnte ich jetzt da so runterwerfen, ne? Hä, passiert das gleich wieder, wenn ich auf das... Das Erdemeyer in der Ferne. Vielleicht noch ein bisschen... Oh, das Licht ist unglaublich, aber ich werde noch blind. Oh, na gut, wer es will. Also, immerhin habe ich Arbeit, im Gegensatz zu ihm. So hungrig. Vielleicht gibt es ja Fischfrikadellen. Fischfrikadellen, oh, ich liebe sie. Schönen guten Tag, die Herren. Oh, darf ich das essen? Die Blutfliegen sind heute dieses Jahr wieder. Eine ja, Flasche machen Whisky einen ganz Zeug. Was Glück kommt als Würfel nächstes? Ach mein Gott. Verdammt! Guten Tag. Kaiserin auf der Flucht. Wenn ich was sehe, renne ich. Nein? Ihr Gesicht erst ist bedeckt. Ich, Angst, dass man sie erkennen könnte? Um die anderen zu warnen. Als ob es nicht schlimm genug wäre. Ach, der arme Wal. Du weißt doch, dass das für uns bestimmt war. Was wollen wir denn jetzt machen? Wir haben kein Geld. Hören wir uns mal seine Version an. War nicht seine Schuld, Maya. Tut mir leid. Manchmal zieht ein Bastard von der Garde so eine Nummer ab. Wird immer schlimmer. Aber vielleicht das kann ich euch... Das war einst meine Welt. Wir sind ganz alles. Von den nördlichsten Ufern bis hier nach Kanaka. Boah, wo sind denn diese ganzen Sachen drin, ey? Weil er von einem Boot, das nach Fairport ging, gefallen ist. Gutes Zeug. Gewürze, Trockenfisch. Wohl mehr wert als eure Waren. Das ist nicht schlecht, Maya. Oh, danke, Reynes. Oh, oh. Schön. Ist zwar nicht gerecht, dass die uns alles wegnehmen, aber dein Angebot ist gut.
Wenn du recht hast und wir Käufer finden, kommen wir durch den nächsten Monat. Emmanuel, auf halbem Weg. Stimmt was nicht? Gesehen? Sie sind nicht mal ins Bergwerk gekommen. Diese Seile sind nicht für so viele Leute gemacht. Wenn genug drin sind, sogar Kinder, wird's zu schwer. Danach ist eine Krankheit in den Arbeiterbaracken ausgebrochen. Diese Frau vom Adamoir, Alexandria Hypatia, sie hat Arbeiter behandelt, war aber schon länger nicht mehr hier. Das heißt leider, dass wir mehr Arbeiter brauchen. Es kommen ständig Leute nach Sarkonos für ein besseres Leben. Wir bringen sie in die Bergwerke. Und wenn ich sie selbst reinprügeln muss. Okay. Ach, dann lass mal weiter gucken. Hier waren voll viele Sachen. Habt ihr das gesehen? Ich hätte das Herz rausholen. Wäre dieser Ort anders, wenn ich die Welt nicht verlassen hätte? Ach, Mutti. Verdammt! Zwischen den ganzen Fliegen und dem Dreck kann man hier kaum. Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle nervös. Mein Herz macht das nicht mit. Ach ja. Ganz neu alles mit dem Geld. Ach ja, und du hattest es ja sonst ja genau. Sonst waren, mussten wir ja nicht auf unser Geld achten. Jetzt müssen wir das schon. Das ist schon ein bisschen schwierig, das stimmt. Da gebe ich ihr diesmal recht. Ich sehe unsere Aufgabe nicht. Da. Sarkonische Mitbürger. Ich konnte schon wieder nicht schlafen. Vielleicht probiere ich eine von diesen Schlaftinkturen. Aber die sind nicht billig. Vom ehemaligen kaiserlichen Schutzherrn Corvo Attano ausgeführten politischen Attentate im Namen der ehemaligen Kaiserin Emily Caldwell gelten ab sofort neue. Er plündert da erstmal schön. Zeichen mit der Hand. Hey. Komm her. Bist du lieb? Ich hätte da was, das dich vielleicht interessiert. Mein Name ist Mindy Blanchard. Und du siehst aus, als würdest du an Orte gehen, wo du nicht hingehörst. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Adamoir-Institut. Kannst du mir helfen? Ja, das kann ich tun. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge, die Leiche gibt's schon. Eine Leiche? Interessant. Von wo? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich denk drüber nach. Lass dir von Mindy helfen, jo. Ich will jetzt erstmal da zu dem Schwarztypen da. Wenn die Garde vorbeikommt, kenne ich sie nicht. Schönen guten Tag, ich soll hier hin, weil... Willkommen. Ich brauche Ihr Gesicht nicht zu sehen. Oh, ich sehe, was wir da alles Schönes haben. Ausrüstung oder Verbesserung? Mal sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung Ihrer Sachen. Was haben wir denn da? Verbesserung, Armbrust, lautlose exotische Waffe ist aus dem Feinsten... Was sind das für Betäubungsbolzen, Armbrustbolzen, Betäubungsbolzen? Die sind geil. Wie viel kosten die? Okay. 600. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 1300. Genießen Sie die Luft. Ich verkaufe hier keinen fermentierten Hai. Pistolengeschwindigkeit. Kommt drauf Warum an, mit Sie was Sie Ihr Gesicht bedecken, mehr. Geht mich nichts an. Linsenoptik. Artefaktkapazität. Springkamm. Ach, mein Gott. Bolzen. Hm.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Schwert... Die Hand drauf. ...ist mir am liebsten. Und den Rest will ich Kommen Sie bald nicht. Wieder, wenn ich dann noch hier bin. Wie tief Kanaka doch gesunken ist. Vielleicht kannst du es noch vor dem vollständigen Untergang bewahren. Ich komme nicht dran. Okay. Uhala, jetzt hat es aber mal gerade ein bisschen aufgehangen. Ein Untergrundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Gut fliegen, uns aufhalten. Bin dabei. Aber bewegt euch langsam und haltet euch von den Nestern fern. Wir wissen nicht mal, ob die Leute da drin... So, jetzt muss ich einmal hier gucken. Institut begeben, optional lasst ihr von Mindy helfen. Machen wir auf jeden Fall. Wirklich Geld hatten. Nur, dass sie tot sind und alles vor Blutfliegen wimmelt. Carl, nur so kommen wir auf die andere Seite der Lichtwand. Wenn du genau wie ich aus der Stadt raus willst, dann ist das unsere Chance. Nein, wir werden alle totgestochen. Und dann enden wir als Brutstätten von noch mehr Blutfliegen für die nächsten Idioten. Verflucht, Carl. Alles klar, jetzt bleib mal ganz ruhig. Wir kriegen das Geld schon irgendwie zusammen. Verseucht, eindeutig. Beweg dich langsam, halt dich von den Nestern fern und lass dich nicht mit Blutfliegengift und Eiern vollpumpen. Geht das ist alles so widerlich, ne? Ich versuche es. Blutfliegen zerstören. Lente, du musst wieder entmutigt und verzweifelt sein, um diese Arbeit anzunehmen. Okay, von den Nestern fernhalten. Das wird ein bisschen schwierig. Ach, was tue ich hier eigentlich? Das ist definitiv ein Nest. Ach Gott. Ja, da komme ich nie dran. Boah, ist das ekelhaft, ey. Oh mein Gott, ist das widerlich hier. Boah, ich finde sowas total ekelhaft, ne? Perfekt. Das ist gut. Boah, mich juckt schon überall, ne? Mich juckt schon herbe, ey. Sollte man das überhaupt essen, ey? Na, die tun einem nichts, wenn du wirklich nicht daran vorbeigehst, ne? War da noch irgendwo Alk zu finden? Thank you.
Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Kommt denn jetzt das Feuer her? Ich war das nicht. Ach Mann. Da ist ein Buch. Nein, 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 nein. So, das haben wir gelesen. Ich brauche das für oben. Scheiße, weil sie jetzt auf die eine Flasche Leben da. Ich muss das für oben haben. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier überhaupt gerade mache. Ich habe einen Blutstein mitgenommen. Ich glaube, hier gibt es gar keinen Alkohol mehr, ne? Boah, ist das eklig. Ihh, nein, ich will sowas nicht sehen, Leute. Oh mein Gott. Flaschen sind alle leer. War jetzt dumm. Da stand, wir sollen uns ruhig verhalten. Wenn ich jetzt auf dem Klavier rumspiele, dann ist das alles andere als ruhig. Okay, hier ist aber auch nichts weiter mehr. Gut. Oh, fuck, was? Was ist denn mit diesem Birnensprudel? Bringt der was? Fuck. Vielleicht mal erstmal Kleinholz aus denen hier. Die brennt jetzt erstmal. Oh, guck mal, was die da für tolle Sachen hat. Ey.
Pistole kann ich nicht tragen. Dann holen wir jetzt nochmal einmal Alkohol von da drüben raus. Toll, ist leer. Da kann ja jetzt was werden. Ich muss jetzt einfach wieder zurück, ne? So, und ab nach draußen. Zack. Gut. Was? Ich habe das Nest doch abgebrannt. So. Ich bin da jetzt reingegangen und fand's gut. Ich fand's ekelhaft. Ehrlich, ich fand's richtig ekelhaft. Sorry, dass ich auch die ganze Zeit damit verschwendet habe, aber das musste einfach sein. Naja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.